Wir als AGLI haben damals eine Partnerschaft mit der KAB, der Katholischen Arbeiterbewegung, aufgebaut. Und wir sind auch für diesen Verein, das auch eine so ähnliche Gewerkschaftsstruktur in der Menge gehabt hat, also war die CMV, hat uns, wie kann man sagen, unterstützt. Und auch einige von unseren Vereinen, Wurden in die Betriebsraten 64 äh, vorgestellt und äh, wurden auch un unterstützt und dann in den Betriebsraten die Tätigkeiten angefangen haben. Äh, Der einzige soziale, wie kann man sagen, Raum, den wir als Länder gehabt haben, war nur äh, die in die Gewerkschaften. Die Partei war verboten zu beteiligen äh, und anderes waren immer. Unter Kontrolle gesetzt. Äh, hier in der Main war er auch eine Gruppen gebildet, aber wegen seiner politischen und gewerkschaftliche Erkunft wurde nach einem Jahren gelöscht. War der Quasimodo, Circolo Quasimodo. Wir sind bis die 70er Jahre mit dieser Vereinigung mit der KAB zusammengearbeitet. Dann in Italien war etwas geschehen, dass die Jagli haben die Demokratie christiana verlassen Die italienische Kirche, der Papst damals, hat uns auch begangen, wie heißt es, also abseitig gestellt. Und wir als Jacqui, wir sind von Kardinal Döffner berufen, zu erfahren, wie wir ähm, weitergeben möchten als AGLI. Ähm, ich war auch dabei in dieser Audienz und am Ende wurde uns gesagt: es waren zu vierte Delegierte da, war das Sozialsekretariat und die ENAIP, das in dieser Zeit war in Stuttgart organisiert ist. Die ENAIP war eine. Berufsbildungswerk, das in Stuttgart tätig war, war auch hier dabei. Und habe haben uns erklärt, dass wir auch hier in München organisieren, wollten, um diese Arbeitnehmer, die ohne Berufsqualifikationen gehabt haben, ob eine zu nachholen. Könnte. Und Kardinal Dörfner kannte sehr gut die italienische Situation, er spricht auch gut Italienisch, und er hat mich gefragt, ob ich Mühe hätte, wenn diese kommunistischen Arbeiten der ich MAN mein, kümmern könnte. Ich sagte, ja, die aber ich nicht dagegen, wir kennen sie sehr gut in Italien. Und er hat mir gesagt, ja Giuseppe, magst du das? Weil ich kenne die italienische Arbeitnehmer-Kommunisten. Ähm, weil ich achten die Kommunisten, dass die heiraten und seine Kinder taufen, statt denen, dass sie nur Sonntag in die Kirche gehen. Und meine Geschichten wurden, also meine seelische Situation wurde sehr sehr unterstützt. Und von daher, äh, die habe eine große Rolle äh, auch in München gespielt. Äh, wir haben eine äh, Antifaschistische äh, Komitee organisiert zwischen den Patronaten und der Partei. Und ich wurde auch jahrelang Sekretär von diesem Ausschuss. Ähm, unsere Tätigkeiten, politische Tätigkeiten waren sehr begrenzt, weil wir nicht in der deutschen Partei organisiert werden Aber unsere, wie kann man sagen, äh, Vereinigungen wurde nie gestört von Behörden oder von was. Und wir sind hier in Bayern mit der AKL viele Gruppen organisiert. Ich wurde vor 25 Jahren Vorsitzender von AKL Bayern. 1972 in Italien diese war diese Arbeitssituation sehr, sehr kritisch. Und die Gewerkschaft, italienischen Gewerkschaften versuchten eine... Vereinigung, wie die DGB, so ähnlich zu bilden. Und sind vor einige Jahren auch versucht, Ausweis zu verteilen. Und wir in dieser Phase, auch hier in Bayern, haben wir versuchten mit einer Klärung mit der KAB, dass diese CMV verlassen und werden wir von dieser Struktur von DGB beteiligen. Es war ein bisschen Auseinandersetzung geführt, aber wurde akzeptiert, dass wir in die, wie kann man sagen, in diesem Fall in die EG Metall eintreten und vertreten und auch mitwirken. Und damals habe ich auch eine Proklam in dem <laughs> verteilt, weil ich war der Vorsitzende von Agli und habe die erste, wie kann man sagen, offizielle, Dokumente verteilten, dass wir bei den EG Metallen beteiligen und unterstützen.